So, hallo, in diesem Video zur Thermumformung geht es um binomische Formeln. Konkret beschränke ich mich jetzt hier in diesem Video auf die ersten beiden binomischen Formeln und die dritte binomische Formel wird in einem anderen Video abgehandelt. Ja, wie gesagt, es gibt drei verschiedene binomische Formeln und sie stellen alle Abkürzungen dar. Das sind also keine Wunderformeln, die vom Himmel fallen, sondern sind einfach nur Abkürzungen für Spezialfälle. Und bevor wir mit den binomischen Formeln konkret anfangen, nochmal zum Begriff Binom. Wenn man sich diesen Begriff binomisch mal anschaut, dann ist der erste Wortbestandteil mit Bi, ja, weist darauf hin, es geht irgendwie um zwei. Nomen sind Namen. Zwei Namen. Das heißt nicht, dass es jetzt zwei verschiedene Namen für eine dieselbe Formel gibt, sondern dass in dieser Formel ja zwei Namen, zwei Ausdrücke, zwei mathematische Ausdrücke vorkommen. Wenn wir uns also die erste binomische Formel mal anschauen, ich kürze es jetzt mal ab, erste binomische Formel, dann geht es um einen Rechenausdruck a plus b in Klammern zum Quadrat. Das heißt, wir haben hier zwei Ausdrücke, A und B, Bi, zwei Namen, binomisch, und die werden ja addiert und diese Summe wird mit sich selbst multipliziert, daher das Quadrat. Und das ist ein Sonderfall eines Klammerproduktes und am Ende, wenn man dieses Klammerprodukt auflöst, kommt eben, ja, eine Lösung heraus. Wir machen jetzt einfach mal Folgendes und lösen diese Formel schrittweise auf. Was bedeutet denn a plus b in Klammern zum Quadrat? Ich habe es gerade schon gesagt, das heißt, ich soll also die Summe a plus b mit sich selbst multiplizieren. So, also ich schreibe das als Klammerprodukt auf. Ja, wie löst man ein Klammerprodukt auf? Das haben wir anders schon in einem anderen Video schon gesehen. Ich muss also jeden Summanden der ersten Klammer mit jedem Summanden der zweiten Klammer multiplizieren. Ich habe also insgesamt vier Summanden am Ende. Hier sieht man jetzt, a mal a ist a Quadrat, a mal b ist ab, kommt also dazu, b mal a und b mal b. Das sind die vier Summanden, die bei der Multiplikation entstehen. Und jetzt kann ich noch zusammenfassen, denn a mal b, b mal a ist das gleiche. Ich habe also zweimal den Ausdruck ab dort stehen und nochmal b². So, wir haben also einfach dieses Binom aufgelöst, Klammerprodukt, haben das Klammerprodukt aufgelöst und nochmal zusammengefasst. Der Clou der binomischen Formel besteht jetzt darin, dass ich nicht diese Zwischenschritte begehe, sondern mir einfach merke, aha, ich kann, wenn ich so einen Ausdruck habe, relativ einfach, wenn ich mir ein paar Sachen merke, auf das Endergebnis schließen und kann mir diese Zwischenschritte sparen. Ich spare mir also einfach ein bisschen Rechenzeit und auch an anderen Stellen, die ich jetzt nicht vorgreifen will und kann, erspare ich mir da mit Arbeit. So, also schauen wir doch einfach mal, wie kommen wir denn von hier nach dort in einem Schritt? Also ich sehe einmal, dass ich die erste Zahl quadriert habe. Also, erste Zahl quadrieren. So, kürze ich mal ab. Was muss ich noch machen? Es kommt noch was dazu. Nämlich, a mal b kommt doppelt dazu. Also, das sogenannte doppelte Produkt. Ja, muss das immer so sein? Ja, natürlich, denn ich sehe, ich muss das erste a mit dem zweiten b und das erste b mit dem zweiten a multiplizieren. Kommt also immer dieses Produkt doppelt vor. Egal, ob da jetzt a und b oder c und d oder Hans und Franz stehen. Zum Abschluss habe ich immer die zweite Zahl quadriert. Also, auch die kommt noch dazu, zweite Zahl
quadriert, auch hier kürze ich dann quadriert wieder ab. Also, wenn ich von so einem Klammerausdruck auf das Ergebnis schließen möchte, muss ich nur die erste Zahl quadrieren, dazu das doppelte Produkt zählen und dazu die zweite Zahl quadriert hinzuzählen. Und schon bin ich beim Endergebnis. Wenn wir uns mal ein Beispiel vornehmen, dann könnte dort statt a und statt b zum Beispiel 3x plus 7y stehen, so ein Ausdruck. Ja, und jetzt lasse ich diese Zwischenschritte weg und erinnere mich nochmal, ich muss die erste Zahl quadrieren, also 3x². So, das macht 9x². Wenn ich 3x quadriere, 3x mal 3x sind 9x². Jetzt kommt das doppelte Produkt dazu. Das Produkt ist 3 mal 7, 21xy. 21xy, das Doppelte sind 42xy. Und ich muss die zweite Zahl quadrieren, also 7y quadrieren macht 49y². Und schon habe ich das Ergebnis ohne diese Zwischenschritte erhalten. Ja, ich kann das natürlich auch so aufdröseln jedes Mal, das braucht aber mehr Zeit. Und es gibt, wie gesagt, durchaus Fälle, in denen das Rückwärtsrechnen, das Zusammenfassen solcher Ausdrücke wichtig ist und dann muss man die binomischen Formeln einfach auswendig kennen. Da gibt es keinen Rechenweg, wenn ich quasi in die umgekehrte Richtung rechnen will. So, wir können das auch veranschaulichen, denn der eine oder andere sagt, okay, ich kann mir das hier als Formel merken oder ich kann mir das hier in Wortform merken oder mit Beispielen und wieder andere können sich es vielleicht bildlich besser vorstellen und auch bei der ersten binomischen Formel ist das sehr einfach. Es geht ja um Quadrate. Jetzt versuche ich mal mit gutem Willen hier ein Quadrat zu zeichnen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So. Das unterteile ich jetzt mal noch und dann bekommt ihr auch eine Erklärung dazu. So. Diese Seite hier ist a plus b Zentimeter, Meter, was auch immer lang. Dieses Stück hier von hier nach da ist a und von hier nach da, das Stück ist b lang. Das heißt, die gesamte Seite ist a plus b Zentimeter, sagen wir jetzt. Und genauso sieht es mit der unteren Seite aus. Bei einem Quadrat sind ja beide Seiten gleich lang. Und da ist auch dieses kurze Stück a und dieses längere Stück hier b Zentimeter lang. Das heißt, die gesamte Seite ist a plus b Zentimeter lang. So. Ja, jetzt gucken wir mal. Wie groß ist die Gesamtfläche, wenn ich also a plus b quadrieren soll? Ne, das wäre quasi die Gesamtfläche. Ja, die besteht aus vier Einzelflächen. Vier Teilflächen. Diese Fläche hier ist a Zentimeter breit, a Zentimeter lang, also a Quadrat, Quadratzentimeter groß. Dieses Flächenstück ist a Zentimeter hoch, b Zentimeter breit, also berechnet sich die Fläche mit a mal b. Hier sieht es genauso aus. Die ist a Zentimeter breit, b Zentimeter hoch, also genauso groß wie die hier, nur gedreht. Und das letzte Stück, ja, das ist b Zentimeter breit, b Zentimeter hoch, also b Quadrat. Das heißt, die Gesamtfläche setzt sich aus einem a Quadrat zusammen, aus zwei Teilstücken ab und aus einem Quadrat b Quadrat. Und man sieht, wir haben hier die Formel im Ausgang und hier haben wir die Formel aufgelöst. So. Ich hoffe, dass einer dieser vier Wege für euch hilfreich ist, sodass ihr ihn euch merken könnt. Hier der ausführliche Weg oder einfach die Formel. Hier der Weg mit Beschreibungen in Wortform, ein Beispielweg und hier auch nochmal ein anschaulicher. Jetzt habe ich ja hier in der Überschrift stehend auch vorhin gesagt, dass es zwei binomische Formeln gibt, um die ich mich in diesem Video kümmern möchte. Die zweite binomische Formel sieht sehr ähnlich aus. Jetzt fange ich mal einfach an, hier mit dem Radierer zu arbeiten. Nämlich, der einzige Unterschied besteht da drin. Moment. Ich glaube, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, damit
ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe jetzt also hier einfach das Plus durch ein Minus ersetzt. Welche Auswirkungen hat das? Naja, das führt dazu, dass ich natürlich hier im ersten Schritt auch aus a plus b a minus b machen muss. So, und wenn ich jetzt dieses Klammerprodukt auflöse, a mal a ist a Quadrat. A mal minus b ist minus ab. Minus b mal a ist auch minus ba. Minus b mal minus b ist wieder plus b. Das heißt, wenn ich diese Ausdrücke zusammenfasse, dann erhalte ich a Quadrat minus 2ab und wieder plus b Quadrat. Es ändert sich also hier vorne das Vorzeichen und hier hinten nur das Vorzeichen vom doppelten Produkt. Denn die Quadrate a mal a oder minus b ergibt immer eine positive Zahl. Das bedeutet also für die Wortform, es bleibt fast alles beim Gleichen, nur ich muss jetzt das doppelte Produkt abziehen. Das sehen wir hier mit Variablen. Das können wir uns hier in Wortform auch klar machen. Was bedeutet das für unser Beispiel? Na, ganz einfach, wenn ich also hier auch das Plus durch ein Minus ersetze, ändert es sich auch im Ergebnis vorm doppelten Produkt. Nichts anderes verändert sich. Das Berechnen der einzelnen Zahlen bleibt also gleich, nur ich muss bei den Vorzeichen aufpassen. Und das, denke ich, kann man sich ganz gut merken, wenn ihr euch die Vorzeichenregel nochmal vergegenwärtigt. Plus mal Plus macht Plus, Minus mal Minus macht auch Plus. So, wenn ich also positive Zahlen quadriere, kommt was Positives raus. Und wenn ich negative Zahlen quadriere, kommt auch was Positives raus. Es ändert sich also nur das Vorzeichen beim doppelten Produkt. Die grafische Darstellung, die müsste ich jetzt hier erstmal komplett löschen. Zack, löschen wir die mal weg. Die kann ich jetzt nicht so einfach durch ein paar Veränderungen darstellen. Ich halte jetzt aber auch von der Darstellung der zweiten binomischen Formel in Bildform nicht so viel. Das ist doch etwas unübersichtlicher. Und ich weiß nicht, ob das mehr verwirrt, als dass es euch hilft. Von daher möchte ich an dieser Stelle, nein, bevor ich hier das Video beende, muss ich hier natürlich noch eine Veränderung vornehmen, denn mittlerweile sind wir bei der zweiten binomischen Formel. So. Möchte ich also an dieser Stelle das Video beenden. Und wer doch nochmal eine Verbildlichung der zweiten binomischen Formel haben möchte, der spricht mich einfach direkt. Okay, bis dahin.